Hallo und Glück auf, liebe Freunde der außergewöhnlichen Outdoor-Unterhaltung. Ruhrpott Outdoor hier. Ich bin gerade mit Anton, da hinten ist er, mit Anton unterwegs. Und wir laufen hier bei mir in der Nähe durch so ein kleines Wäldchen. Da gehen wir unsere kleine tägliche Runde. Manchmal ein bisschen blöd, weil im Hintergrund hört man die Autobahn vorbeiballern. Aber das ist nicht weiter schlimm, denn hier hat man so eine kleine Oase, wo man mal eben schnell mit dem Hund rausgehen kann, ohne dass er im ruhrgebietstypischen Großstadtdschungel sein Geschäft erledigen muss. Ich bin hier gerade unterwegs und mache mit ihm so ein paar Meter, gehen hier ein-, zweimal im Kreis und da freut sich der Anton auch gerade, der schnuppert überall rum. Die letzten Tage waren extrem geschäftig, kann man mal sagen. Ich habe zusammen mit Malibu Stacy, die den Löwenanteil der Arbeit übernommen hat und das Ganze auch organisiert hat, den Versand in Angriff genommen. Das heißt, wir haben wirklich Nachtschichten eingelegt, Pakete gefaltet, also die Kartons gefaltet, beschriftet, Adressaufkleber gedruckt, eingepackt, Bestellungen sortiert, Patches, T-Shirts und so weiter. Es läuft auf jeden Fall super, es macht richtig Spaß, aber es ist auch echt eine Heidenarbeit und in manchen Fällen dann auch etwas undankbar halt. Deswegen möchte ich nochmal um eure Geduld bitten. Es ist nicht immer ganz so einfach, wie man das gerne hätte mit dem Versand. Also geduldet euch. Ein großer Teil ist schon rausgegangen, beim Rest sind wir gerade daran. Ich zeige euch hier mal ein paar Impressionen aus den Nächten, die wir so verbringen mit den Paketen und hoffe da auf euer Verständnis. Auf jeden Fall schon ziemlich abgefahren, was da so an Arbeit zusammenkommt. Beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall schlauer und richte mir da einen richtigen Online-Shop ein. Oder aber, wenn jemand Lust hat, in seinem Online-Shop unsere Sachen zu vertreiben, dann kann der sich auch gerne bei mir melden. Das ist absolut ernst gemeint, weil das als Ein- oder Zwei-Mann-Show nochmal auf die Beine zu stellen, das weiß ich nicht, ob ich mir das nochmal antun möchte. Das ist echt eine Menge Maloche. Aber der Grund dieses Videos ist eigentlich ein ganz anderer. Ich würde ganz gerne mit euch über ein Thema reden, das irgendwie gar nicht so lustig ist. Ich habe in den letzten Tagen, als ich bei YouTube so ein bisschen nach neuen Videos gesucht habe, ein Video geguckt von einem Kanal, den ich schon ziemlich lange verfolge. Ganz einfach, weil er viele Sachen abdeckt, die ich teile. Unter anderem Messer. Der Kanal heißt Jackknife68 und dürfte den meisten von euch eigentlich bekannt sein. Deswegen will ich da gar nicht näher drauf eingehen. Ich verlinke das natürlich alles auch nochmal. Das Wichtigste ist allerdings das Video, das hier oben verlinkt wird. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das sagen soll. So ätzend ist das Thema eigentlich. Jackknife ist auf einem Bushcraft-Treffen höchstwahrscheinlich, sage ich jetzt auch einfach mal, beklaut worden. Das heißt, ihm wurde ein Messer geklaut mit einem Beimesser und Scheide. Das ist ein spezielles Messer, das ihm nicht nur sehr am Herzen liegt, sondern auch ein Unikat ist. Somit kann der Dieb oder der Entwender nicht mal etwas damit anfangen. Das heißt, das Ding kann man nicht irgendwo rausholen und damit prahlen oder das irgendwie schön finden und auf einem Treffen benutzen, weil jeder sofort weiß, okay, das ist das Ding. Es ist abhanden gekommen, geklaut worden, was auch immer. Ich will mich da jetzt nicht in diesen Lynchmob mit einreihen, der unter dem Video teilweise Sachen kommentiert hat, die ich ähnlich verwerflich wie Messerklau finde. Ich möchte halt nur sagen, dass ich eine extreme Schweinerei finde, sich untereinander zu bestehlen. Gerade wenn man die gleichen Leidenschaften teilt, finde ich das doch schon sehr arm und echt bitter. Und daher würde ich gerne diesen Aufruf starten. Okay, jetzt vielleicht nochmal in aller Deutlichkeit. Ich würde euch bitten, dieses Video und auch das Video von Jackknife zu teilen, zu verbreiten, soweit wie es geht. Wir haben genug Möglichkeiten in Foren,
bei Facebook, Instagram, was auch immer, weist darauf hin. Teilt das Video, besonders das Video von Jackknife68, weil er darin das besser beschreibt, Bilder davon zeigt und das Ganze einblendet. Ich wollte das jetzt hier irgendwie auch noch kopieren, weil es sich da um sein Material handelt. Ich finde es einfach nur scheiße und möchte darauf hinweisen, dass das einfach nicht möglich ist. In unserer Community, wenn man das überhaupt so nennen kann, sollte man sich doch zumindest mal zusammenreißen können. Und wenn man etwas begehrt, was einem anderen gehört, dann kann man den auch mal fragen, ob das nicht möglich wäre, dasselbe für ihn herzustellen oder zumindest sowas Ähnliches. Das ist einfach nur eierlos und ekelhaft. Anton ist auf jeden Fall voll in seinem Element da hinten. Okay, aber zurück zum Thema. Wie gesagt, ich finde es mega ätzend. Man geht auf ein Bushcraft-Treffen, vertraut eigentlich, dass da Leute sind, die ähnliche Leidenschaften teilen wie man selbst. Man bringt Equipment mit, wie wir das alle machen. Ob das jetzt ein Messer ist oder ein Schlafsack oder... Und wenn es einfach nur eine Kaffeetasse ist oder sonst irgendwas. Das geht einfach nicht, dass man sich an anderer Leuts Eigentum bedient. Und das ist zutiefst verwerflich. Derjenige, der dieses Messer geklaut hat, der wird jetzt wahrscheinlich schon stark bereuen, dass er das gemacht hat, weil er nichts damit anfangen kann und wahrscheinlich auch im Netz schon erlebt hat, was für ein Sturm da über ihn hereinbrechen könnte, wenn das rauskommt. Wenn der eierlose Kackvogel das Ding nicht schon entsorgt und weggeschmissen hat, weil ihm die Düse geht, dass das rauskommt, dass er es hat, dann würde ich doch darum bitten, falls du dieses Video siehst, es gibt nichts Einfacheres, als das Ding in ein Paket zu stecken, anonym zu verschicken. Die Adresse dürfte man auch ganz einfach rausbekommen. Und ansonsten kannst du es ja auch irgendwo hinschicken, an eine offizielle Stelle, wo man das dann weiterreichen kann. Mit einer kleinen Nachricht wäre auch das kein Problem. Also wenn du noch ein bisschen Anstand im Körper hast, dann würde ich doch vorschlagen, mach das einfach. Danach geht es dir und deiner Seele wahrscheinlich auch besser und vor allem Jackknife, weil er sein schönes Messer wieder hat. Sollte das nicht der Fall sein, wünsche ich dir einen epischen Durchfall in der Farbe meiner dritten Heckbremsleuchte und hoffe, dass du niemals richtig Freude an diesem Ding haben wirst. Ansonsten, wie gesagt, an die Community gilt, teilen, teilen, teilen. Sorg dafür, dass das Ding wieder auftaucht, damit Ruhe einkehrt und vor allem, damit Jackknife sein Messer wieder bekommt. Da wäre ich auf jeden Fall sehr dankbar. Kurzes Video war das nur, kleines Statement. Ich wünsche euch einen schönen Resttag. Gehabt euch wohl. Bis dahin, Glück auf.